Der UN-Klimagipfel in New York. Direkt zu Beginn des eintägigen Treffens wirft die junge Schwedin Greta Thunberg den Politikern aus aller Welt eklatantes Versagen beim Klimaschutz vor. This is all wrong. I shouldn't be up here. Das ist alles falsch. Ich sollte nicht hier oben sein. Ich sollte wieder in der Schule, auf der anderen Seite des Ozeans sein. Aber ihr alle kommt zu uns jungen Menschen, um Hoffnung zu schöpfen. Wie könnt ihr es wagen? Ihr habt mit euren leeren Worten meine Träume und meine Kindheit gestohlen. Und doch zähle ich noch zu den Glücklichen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte Thunberg bereits in seiner Eröffnungsrede recht gegeben. Wir täuschen uns selbst, wenn wir denken, dass wir die Natur täuschen können, weil die Natur immer zurückschlägt und die Natur im Moment auf der ganzen Welt mit Wut zurückschlägt. An dem UN-Klimagipfel nehmen rund 60 Staats- und Regierungschefs teil. Sogar US-Präsident Donald Trump erscheint überraschend für ein paar Minuten. Es wird nicht einfach sein, aber unsere Generation, wir haben es in der Hand, nicht nur das Schlimmste zu verhindern, sondern auch die bestmögliche Welt für die kommenden Generationen aufzubauen. Zu dem Gipfel hatte UN-Generalsekretär Antonio Guterres eingeladen. Er will erreichen, dass die Weltgemeinschaft mit verschärftem Nachdruck darauf hinarbeitet, die im Pariser Klimaschutzabkommen vereinbarten Ziele zur CO2-Reduktion zu erreichen.